Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind Corinna und Robert. Wir sind gerade durch Kroatien gereist und unser Rückweg von Kroatien, der führt uns hier auch durch Slowenien. Wir sind auf dem River Camping Bled gelandet. Ja, warum der River Camping heißt, das werden wir später noch sehen. Aber wir haben uns einfach gedacht, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann drehen wir ein kleines Walkaround für euch, weil das vielleicht ja für euch auch ganz interessant ist und ihr nach einem schönen Campingplatz als Zwischenstopp für eure Reise sucht. Wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal in Bled. Da waren wir auf einem anderen Campingplatz. Also falls ihr Alternativen sucht, dann schaut mal auf unserem Kanal vorbei. Ansonsten zeigen wir euch nämlich jetzt erstmal, wie es hier aussieht. Der andere Campingplatz ist direkt in Bled am See. Ist auch super schön, aber hier ist es auch schön. Allerdings ist er 2 Kilometer etwa vom See entfernt. Ja, und wer trotzdem gerne mal nach Bled am See möchte, der kann sich hier auch Fahrräder ausleihen. Aber jetzt starten wir mal mit dem Walkaround. Hier geht's rein, hier ist die Rezeption. Man kann hier auch mehrere Ausflüge buchen bei der Rezeption. Da liegt überall Werbung aus. Da kann man sich schon mal informieren, was es hier alles so an Unternehmungen gibt. Dafür ist Henry noch ein bisschen klein. Aber für euch vielleicht interessant. Ja, und hier seht ihr einmal die Übersicht über den Campingplatz. Es gibt parzellierte Plätze, es gibt Mobilheime und es gibt auch frei parzellierte bzw. freie Zonen, die nicht parzelliert sind, wo man auf gut Glück ein Plätzchen finden kann. Die sind allerdings teilweise nicht alle mit Strom ausgestattet, die freien Plätze, sodass man wirklich gucken muss, wo sind Stromanschlüsse, wenn man Strom braucht. Wer großen Hunger hat und keine weiten Wege auf sich nehmen will, der kann hier auf dem Campingplatz allerlei zu essen bekommen, unter anderem den leckeren Kuchen. Es gibt aber auch herzhafte Sachen, also für jeden was dabei. Und einen kleinen Streichelzoo gibt's auch. Also eigentlich sind es 3 Ziegen, aber die lassen sich auch gerne streicheln. Und nach einem anstrengenden Ausflugstag gibt es doch nichts Besseres, als eine Runde im Pool zu schwimmen oder den Tag einfach im Pool zu genießen. Hier sehen wir 1 von 3 Waschhäusern, das größte Waschhaus auf dem Campingplatz. Hier gibt es auch Waschmaschinen und zwar 4 Stück an der Zahl. Es gibt auch einen Trockner. Und natürlich ist jedes Waschhaus mit Toiletten und Duschen ausgestattet. Sowie hier mit einem Babywaschraum. Da hat Henry auch ordentlich Spaß gehabt, nachdem er vorher in der Matschepfütze gespielt hat. Ach so, ja, und natürlich gibt es auch ein Behindertenklo mit Dusche und Wickelraum. Es gibt nicht nur Stellplätze für Camper, sondern auch Mobilheime und Glampingzelte. Und da geht's lang zum Fluss. Da kann man auch auf eigene Gefahr baden. Wieso auf eigene Gefahr? Das seht ihr gleich. Man kann Canyoning, wie wir schon gesehen haben, Kanu fahren. Sie bieten hier diverse Ausflugsmöglichkeiten an. Total cool, direkt vom Campingplatz aus. Ja, aber wie der Fluss aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Ja, kommt einer Kneippkur schon sehr nahe. Aber bei so warmen Temperaturen ist es auch mal richtig erfrischend.
Rumschaukel. Fupp, und gleich ist er im Fluss. Noch mehr, Henry. Noch schneller. Ui. Gut festhalten. Ja. Na, das nenne ich doch mal einen vernünftigen Yoga-Spot. Schön in der Natur, mitten im Wald, mit rauschendem Fluss im Hintergrund. Ach, wie cool. Einmal eine ganz andere Art des Campens. Hallo Leute, wir machen jetzt eine kleine Fahrradtour mit euch. Zu diesem Zweck nehmen wir aber nur die GoPro mit. Wir filmen das jetzt alles mit der Action Cam. Ja, ist ja auch Action geladen. Sieht spannender aus, als es ist. Wir fahren nur 2 Kilometer nach Bled, um da vielleicht noch ein Stück Kuchen zu erwischen. Ja, aber vielleicht fahren wir auch um den See einmal rum und dann haben wir uns ein Stück Kuchen verdient. Aber jetzt geht's erstmal los. Auf geht's! Jetzt überholt die mich, das ist ja eine Frechheit. Hat die sich etwa heimlich ein Elektrofahrrad geschnappt? Von wegen Fahrradtour. Jeder, der kein Elektrobike hat, schiebt. Hey, wir sind fast in Bled. Eine Ewigkeit später. Aber egal, wir sind angekommen. Wow, ist das nicht ein schöner See, Henry? Als wir das letzte Mal hier gewesen sind, warst du noch in Mamas Bauch. Ja, stimmt. Schauen wir uns jetzt diese Festung an oder umrunden wir den See mit den Fahrrädern? Ich guck erstmal, was der Eintritt kostet. Ich guck mal erstmal, was das Wetter macht. I'm singing in the rain. Regnet immer noch? Erstmal zu Penny. Ja, egal, ist nicht Penny, aber ist auch okay. Da ist der Campingplatz, wo wir vor 2 Jahren waren. Kurzer Stopp, Corinna ist schon richtig genervt. Wegen der schönen Aussicht. Ah, muss sein. Fahrräder sind verstaut. Du bleibst hier. Das wollte ich schon immer mal machen. Haha, witzig. Sag bitte. Mama. Mama übernachtet heute in der Fahrradgarage. So siehst du hier. Kalt. Übrigens gibt es in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz auch einen Supermarkt. So, erstmal schnell warme Klamotten angezogen. Damit sind wir wieder zurück am Campingplatz. Wir sind in unserem Wohnwagen, es wird langsam schon dunkel. Ja, kalt ist es sowieso. Ein wunderschöner See. Damals hatten wir auch ein bisschen Regen, als wir hier waren, 2020. Da war Corinna noch schwanger mit Henry, hatte einen dicken Bauch. Wenn euch das interessiert, guckt mal auf unserem Kanal vorbei. Da findet ihr die Videos, wo wir auf dem anderen Campingplatz sind und wo wir einen Ausflug zur Windgar-Klamm gemacht haben. Es war auch ganz schön. Ja. Ja, heute, der See ist natürlich trotzdem schön, aber das Wetter war jetzt nicht so der Knaller und die Fahrräder waren nicht so gut, weil die hatten keine Schutzbleche und so. Wir sind ganz schön nass geworden.
sind halt ja echte Mountainbiker, keine Citybikes. Oh, ein kleines Abenteuer. Wir sind ja nicht aus Zucker. Also seid gespannt, was wir noch erleben werden in diesem Urlaub. Da kommen noch einige Videos. Und ja, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.